Wenn die Tage kürzer werden und sich der Winter ankündigt, ja, dann hat's auch das Christkindl nicht mehr allzu weit. Ein Abstecher nach Kapfenberg steht schon fix auf dem Programm. Schließlich wird die Böhlerstadt ab dem 21. November zur Weihnachtsstadt, inklusive buntem Veranstaltungsprogramm. Beginn natürlich auf der Burg, die Burg passt perfekt für Christkindl auf der Burg. Da erfolgt so die Einstimmung, es gibt viel Kunsthandwerk dazu, das ist uns auch wichtig. Und die Fortsetzung dazu gibt es dann eine Woche später in der Altstadt am Hauptplatz. Und ich glaube, das ist wirklich ein gut gelungenes Programm wieder. Und die Menschen werden sich schön langsam wieder herunterholen vom Alltagsstress und werden dann das genießen, wenn es Richtung Weihnachten geht. Wenn das Christkindl dann von 21. bis zum 24. November auf der Burg landet, hat es für jeden etwas mit dabei. 35 Aussteller präsentieren sich in den Räumlichkeiten und im Innenhof der Burg. Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und ein umfangreiches Kinderprogramm, Pony- und Lama-Reiten inkludiert, sorgen für Weihnachtsstimmung. Zum Christkindl auf der Burg kommt man heuer übrigens am besten mit dem MVG-Shuttle-Service. Es gibt hier Einstiegsmöglichkeiten in der Altstadt, dann draußen im Sporthotel Grabner, dann beim ehemaligen Waldcafé Hara und dann zuletzt natürlich hier auf der Burg Oberkapfenberg. Das Besondere ist auch dabei, für Kinder bis 14 Jahren übernehmen wir die Kosten, also die fahren da gratis auf und ab. Und für die Erwachsenen ist es ein Selbstkostenbeitrag von 2,50 Euro. Der große Weihnachtsmarkt am Hauptplatz wird dann am 29. November eröffnet und läuft bis zum 23. September. Das Programm kann sich sehen lassen. 25 regionale und überregionale Acts, vom Schlager bis zum Gospelkonzert, von rockig bis besinnlich, stehen auf der Liste. Heuer erstmals mit von der Partie, wir vier, die originale Backingband von Austria 3 und die Amadeus-Gewinnerin, die Meierin. Alle Termine und die Veranstaltungshighlights finden Sie auch unter www.kapfenberg.gv.at. Wenn die Tage kürzer werden und sich der Winter ankündigt, ja, dann hat's auch das Christkindl nicht mehr allzu weit. Ein Abstecher nach Kapfenberg steht schon fix auf dem Programm. Schließlich wird die Böhlerstadt ab dem 21. November zur Weihnachtsstadt, inklusive buntem Veranstaltungsprogramm. Beginn natürlich auf der Burg, die Burg passt perfekt für Christkindl auf der Burg. Da erfolgt so die Einstimmung, es gibt viel Kunsthandwerk dazu, das ist uns auch wichtig. Und die Fortsetzung dazu gibt es dann eine Woche später in der Altstadt am Hauptplatz. Und ich glaube, das ist wirklich ein gut gelungenes Programm wieder und die Menschen werden sich schön langsam wieder herunterholen vom Alltagsstress und werden dann das genießen, wenn es Richtung Weihnachten geht. Wenn das Christkindl dann von 21. bis zum 24. November auf der Burg landet, hat es für jeden etwas mit dabei. 35 Aussteller präsentieren sich in den Räumlichkeiten und im Innenhof der Burg. Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und ein umfangreiches Kinderprogramm, Pony- und Lama-Reiten inkludiert, sorgen für Weihnachtsstimmung. Zum Christkindl auf der Burg kommt man heuer übrigens am besten mit dem MVG-Shuttle-Service. Es gibt hier Einstiegsmöglichkeiten in der Altstadt, dann draußen im Sporthotel Grabner, dann beim ehemaligen Waldcafé Hara und dann zuletzt natürlich hier auf der Burg Oberkapfenberg. Das Besondere ist auch dabei, für Kinder bis 14 Jahren übernehmen wir die Kosten, also die fahren da gratis auf und ab. Und für die Erwachsenen ist es ein Selbstkostenbeitrag von 2,50 Euro. Der große Weihnachtsmarkt am Hauptplatz wird dann am 29. November eröffnet und läuft bis zum 23. September. Das Programm kann sich sehen lassen. 25 regionale und überregionale Acts, vom Schlager bis zum Gospelkonzert, von rockig bis besinnlich, stehen auf der Liste. Heuer erstmals mit von der Partie, wir vier, die originale Backingband von Austria 3 und die Amadeus-Gewinnerin, die Meierin. Alle Termine und die Veranstaltungshighlights finden Sie auch unter www.kapfenberg.gv.at.